Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Scanner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Yannick an. Dieser hat über den Link-Trainer geschrieben, welchen er mit 4,6 Sterne bewertet hat. Wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Der Link-Trainer ist ein Online-Kurs, welcher dem Teilnehmer verschiedene vertrauenswürdige und hochqualitative Link-Quellen anzeigt. Die Nutzung der Link-Quellen an sich ist dabei kostenfrei, jedoch muss der Link-Trainer kostenpflichtig abonniert werden. Dabei geht es hier vor allem um sogenannte Backlinks, die vorgestellt werden. Ich erkläre, was das überhaupt bedeutet und für wen der Online-Kurs geeignet ist. Ein Backlink ist ein Link, der von der einen Webseite zur anderen Webseite führt. Wenn man also über ein bestimmtes Rezept aus einem Blog schreibt, könnte man einen Backlink einfügen, der einen Besucher noch zu anderen ähnlichen Rezepten leitet. Jetzt mag sich der ein oder andere fragen, warum sollte ich Besucher von meiner Seite freiwillig verscheuchen und auf den Inhalt anderer aufmerksam machen? Nun, Backlinks spielen erst eine Rolle, seitdem es Google gibt und dessen Rankings. Generell wird gesagt, dass eine Webseite mit wenigen Backlinks im Ranking schlechter dasteht, als eine, die welche vorweisen kann. Das gilt übrigens auch für andere Suchmaschinen wie Yahoo oder Bing. Die Suchmaschinen bewerten dabei auch Links nach ihrer Qualität. Leider wird dabei nicht offengelegt, woran sie die Qualität festmachen. Einig sind sich alle, dass thematische Nähe eine große Rolle spielt. Man sollte also nicht einen Artikel über Apfelkuchen mit einem Sofa verlinken oder ähnliches. Die verlinkten Seiten sollten schon einen gemeinsamen Nenner haben, den man als Besucher auch erkennen würde. Der Link-Trainer stellt übrigens auch sicher, dass sie nur Linkquellen weitergeben, die vertrauenswürdig sind, die Trust besitzen und hohe Sichtbarkeitswerte haben, wie SysTrack und Zobi. Auch hier gibt es keine genauen Richtlinien von Google, aber es wird allgemein angenommen, dass vertrauenswürdige Seiten besser abschneiden als Seiten, die sich mit dubiosen Inhalten beschäftigen. Der Sichtbarkeitswert oder Sichtbarkeitsindex sagt aus, wie sichtbar eine Domain ist bei den Suchergebnissen von Google. Ein hoher Wert bedeutet, dass viele Besucher über Google auf die Domain kommen. Also sind auch die Kriterien Sichtbarkeit und Trust sehr wichtig für ein gutes Ranking bei Suchmaschinen. Der Link-Trainer ist also eine Sammlung von genau solchen wertvollen Links, an die man sonst nur schwer rankommt. Viele kaufen sich sogar solche Links, was von Google aus übrigens verboten ist. Mit dem Link-Trainer muss man sich darüber keine Gedanken machen, da sie alle kostenfrei sind, vertrauenswürdig und sichtbar. Man erhält jede Woche mindestens einen hochwertigen Link, den die Entwickler von Link-Trainer selbst verwenden oder verwenden würden. Dazu bekommt man auch eine Anleitung, die den Anwender Schritt für Schritt durch den Prozess führt. Diese sind so detailliert, dass auch Anfänger problemlos folgen können, selbst wenn sie vor dem Kurs noch nie mit Backlinks gearbeitet haben. Dann gibt es noch das Fragentool, welches so beschrieben wird. Mit unserem Fragentool ist es möglich, kostenlos beliebig viele Backlinks von Fragen- und Antwortenportalen zu bekommen. Die Verlinkungen erfolgen über verschiedene Accounts mit IP-Adressen aus dem deutschsprachigen Raum. Außerdem gibt es noch Premium-Forenlinks, die man ab 15 Euro buchen kann. So bekommt man als Kursteilnehmer einen hochqualitativen Forenlink aus dem deutschsprachigen Raum. Die Foren-Accounts werden hier als lebendig beschrieben und haben Bestand. Für jeden Teilnehmer steht außerdem noch der Support an der Seite, den man jederzeit zum Thema Links und SEO, also Suchmaschinenoptimierung, mit Fragen durchlöchern kann. Dafür legt man ein Ticket an, welches dann nach kurzer Zeit beantwortet wird. Das Endresultat soll natürlich sein, dass die eigene Domain ein hohes Ranking in Suchmaschinen erreicht, somit mehr Besucher generiert und auch mehr Geld verdient. Auf lange Sicht soll sich die Investition in den Link-Trainer also rentieren. Zunächst legt man ein Projekt an, in dem man beschreibt, worum es geht, denn die Links müssen ja thematisch angepasst sein. Mit der Anlegung eines neuen Projektes wird sofort der erste Backlink freigeschaltet, den man bearbeiten kann anhand der Anleitung. Die Links werden auch so gewählt, dass sie von den ursprünglichen Linkbetreibern nicht als Spam betrachtet werden, wenn man den verwendet. Es soll stets ein Mehrwert für beide Seiten bestehen. Nun wird eine dynamische Wartezeit von 8 bis 10 Tagen gestartet, das heißt, nach dieser Zeit bekommt man mehr Links zur Verfügung gestellt. Diese wurde eingeführt, damit man von Google nicht abgemahnt wird, da zu schneller Linkaufbau scheinbar nicht erwünscht ist. Man bekommt den ersten Link gratis sozusagen als Test. Dann gibt es Silber, Gold und Platinum. Der Silber-Link-Trainer kostet im Monat 49 Euro und betreut nur ein Projekt. Mit dem Goldpaket für 99 Euro bekommt man Links für 3 Projekte und mit Platinum für 149 Euro monatlich für unendlich viele Projekte. Bei allen Paketen hat man eine 30 Tage Geld-Zurück-Garantie und die sind monatlich kündbar. Der Link-Trainer war für mich das erste Produkt, was sich überhaupt mit dem Thema Backlinks und Linkaufbau beschäftigt. Demnach war mir das alles sehr neu und es war spannend. Den Anleitungen kann man wirklich leicht folgen, das könnte man sogar im Grundschulalter verstehen. Die ersten Ergebnisse habe ich dann nach 2 Wochen oder so gesehen, wo man langsam feststellen konnte, wie sich doch mehr und mehr Leute auf meine Seite verirren. Das war Ansporn genug, um erst einmal dran zu bleiben. So ging es Woche für Woche langsam weiter, es war kein Sprung, sondern eine kontinuierliche Zunahme von Leuten, die sich meinen Inhalt ansehen.
Für mich war damit klar, dass der Link-Trainer funktioniert. Natürlich kann man sich auch mühsam selbst auf die Suche begeben, aber ich denke, eine solche Sache hier ist da wesentlich bequemer und es ist immer gleichbleibend gut. Geeignet ist es eigentlich für alle, die irgendeine Art von Domain betreiben, die damit Geld verdienen möchten oder die einfach nur gesehen werden wollen. Prinzipiell also für alle, die einfach nur Besucher wollen. Denn das ist es, was letztlich passiert beim Link-Trainer. Das Ranking wird besser und die Menschen finden schneller den Blog oder die Homepage. Auch Shopbetreiber können profitieren. Für knappe 50 Euro im Monat bin ich wirklich zufrieden und bin froh, diese Entscheidung getroffen zu haben. Bei Unsicherheit einfach den Gratis-Link anfordern, das habe ich nämlich genauso gemacht. Nachdem ich da gesehen habe, dass ich das hinbekomme, habe ich erst Silber bestellt. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so unterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Kenner.de.